Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Erwachsene, wir begrüßen euch und Sie ganz herzlich hier zu diesem Feier. Und so wollen wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Wir sind heute in Stierberg, einem kleinen Ort vor Obertaufkirchen. Diese Kapelle, in der wir sind, ist ein Neubau. Sie ist dem heiligen Sebastian und dem seligen Rupert Meyer geweiht. Dazu erzählt uns nun der Architekt Meyer einiges. Also ich erzähle gern ein bisschen was über den Bau unserer Kapelle. Warum hat der Ort Stierberg eigentlich eine Kapelle gebaut? Wir haben vom Schützenverein im Jahr 1987 das 75-jähriges Gründungsfest gehabt mit Fahnenweih. Dann ist die Diskussion entstanden, welches Motiv nehmen wir auf die Fahne. Wir haben nichts in Stierberg, was wir auf der Fahne da könnten. Dann haben sich einige Ältere erinnert, dass hier in dem Anwesen nebenan um die Jahrhundertwende baufällige Holzkapelle gestanden ist, die abgebrochen wurde, die dem heiligen Sebastian geweiht war. Dann ist relativ schnell der Gedanke entstanden, bauen wir eine Sebastianikapelle, das passt ganz gut zum Schützenverein. Und ja, dann hat es zu Anfang gleich eine recht interessante Episode gegeben. Wir haben uns getroffen, haben uns unterhalten, können wir es uns leisten, wir finanzieren es, wir bauen es, wer stellt einen Grund zur Verfügung? Da haben wir uns in der Gaststätte getroffen und am Samstagnachmittag. Dann war zufällig ein uns allen unbekannter Gast da, der da so zugehört hat, steht auf, geht zu uns am Tisch und sagt, da, ich habe mitgekriegt, der baut eine Kapelle, klangt in die Brieftasche, legt uns 500 Mark auf den Tisch und sagt, die spende ich euch, aber das verpflichtet, ihr müsst es jetzt bauen. Ja, dann waren wir da gestanden, haben wir gesagt, gut, dann packen wir es. Haben wir Finanzierung, Arbeitsstunden, Arbeitsleistung, Materialspenden, alles geklärt. Und dann haben wir gesagt, gut, bauen wir eine Sebastianikapelle. Und der Sebastian hat auch eine Geschichte. Das ist tatsächlich dieser Sebastian, der damals um die Jahrhundertwende in dieser Holzkapelle war. Da hat sich einer erinnert, dass diese Figur damals einem damaligen Kaplan als Geschenk gegeben wurde. Und dann hat man nachgeforscht, wo könnte die sein. Dann haben wir in der Nähe von Bad Aibling an einem Bauernhof bei einem Großneffen von dem Kaplan diese Figur gefunden, total verwittert am Giebel vom Bauernhaus. Und der hat uns diese Figur dann wieder zur Verfügung gestellt und die ist nach Stierberg zurückgekehrt. Und dann hat unser damaliger Pfarrer, Hermann Josef Egerer, hat gesagt, Mensch, die Seligsprechung vom Rupert Meyer steht bevor. Das wäre doch was, baut seine Rupert-Meyer-Kapelle. Das haben wir dann auch aufgenommen. Und wir haben auch einen Rupert Meyer hier, der auch eine bestimmte Geschichte hat. Das war ursprünglich der heilige Aloysius. Den haben wir gespendet gekriegt. Dann haben wir gesagt, Mensch, was tun wir in einer Sebastianikapelle und Rupert-Meyer-Kapelle mit dem heiligen Aloysius? Dann haben wir den heiligen Aloysius schlecht oder ganz brutal geköpft, haben wir einen Rupert Meyer Kopf schnitzen lassen und haben einen Rupert Meyer draus gemacht. Haben wir auch noch mit einer Stola ausgestattet und somit haben wir auch einen Rupert Meyer. Die Madonna hat uns damals der Pfarrer Hermann Josef Egerer gestiftet, die war früher mal in der Friedhofskapelle in Obertaufkirchen und hat dann so ein stiefmütterliches Dasein gehabt und die hat er uns hier auch gespendet. Und im Übrigen ist alles, was wir hier sehen, Eigenleistung. Der Ort Stierberg hat hier zusammengehalten, sei es durch Arbeit, durch Materialspenden, durch Geldspenden. Also alles, was wir hier sehen, ist Eigenleistung. Lediglich für die Fassung der Figuren, die Malereien,
da haben wir einen Kirchenmaler gehabt. Sonst haben wir alles selber gemacht und da muss man sagen, das hat schon den Ort dann zusammengeschweißt. Ja, ich glaube, das ist im Wesentlichen das in aller Kürze das, was für unsere Kapelle ganz interessant ist. Mich verbindet persönlich mit dem seligen Rupert Meyer auch noch meine Diakonatzeit, weil ich war zu dem Zeit Diakon und musste dann nach Köln ins Müngersdorfer Stadion, weil du wurde die Schwester Theresia vom Kreuze selig gesprochen und zwei Tage später in München wurde dann der Rupert Meyer selig gesprochen. Und dann im Jahr drauf wurde ich dann zum Priester geweiht. Wir wollen uns heute mit Heiligen beschäftigen, mit Heiligen, die in der Adventszeit vorkommen. Heilig, wahrhaftig und erhaben. Mit den Heiligen ist das so eine Sache. Wer die Heiligen sind und wen wir als Heilige oder Heiligen verehren, darüber besteht in der katholischen Kirche wenig Zweifel. Dass es auch in der gegenwärtigen Zeit Menschen gibt, die in ihrer Lebensweise Heiligen nahe kommen, auch darauf kann man sich verständigen. Eine ganze Reihe an Zeitgenossen des 20. Jahrhunderts sind bereits selig oder heilig gesprochen worden. Doch wer von uns möchte wirklich heilig sein? Jetzt, im echten Leben. Die Heiligen waren von Gottes Geist erfüllt und haben etwas Besonderes, Außergewöhnliches in ihrem Leben vollbracht. Oder das ganze Leben war außergewöhnlich. Heilig ist definiert als über das Irdische erhaben, als etwas von höchster Reinheit, das verehrungswürdig ist. Es bedeutet wahrhaftig, fromm und gottesfürchtig zu sein und entsprechend zu leben. In aller Regel haben wir die Vorstellung, dass wir an das Wesen von Heiligen in unserem irdischen Leben kaum herankommen. Heilig sein zu wollen, bekommt schnell den Anstrich, nicht so recht in die Gesellschaft zu passen, besser sein zu wollen als andere, so als sei man ohne Verfehlungen. Wer kann das schon von sich behaupten? Jeder, der scheinbar nur Stärken hat, aber keine menschlichen Schwächen oder Laster zeigt, ist doch irgendwie nicht glaubwürdig. Wer als bescheiden gilt, sich als besonders großzügig oder großherzig gibt, in Wirklichkeit aber den eigenen Vorteil im Blick hat, gilt als scheinheilig, also nicht echt. Welche Eigenschaften wir mit dem Wort heilig verbinden, bezieht sich jedoch nicht nur auf den Charakter oder das Verhalten einer Person. Auch einer Sache schreiben wir Bedeutung zu und bezeichnen sie als heilig, wenn sie Dimensionen annimmt, die das Alltägliche oder das für uns Irdische übersteigt. Etwas ist ganz, eigen, vollständig und erhält damit den Charakter des Vollkommenen, des Unantastbaren, des Verehrungswürdigen, Überirdischen, ja, Gottgeweihten. Antoine de Saint-Exupéry hat in seiner Erzählung Der kleine Prinz verschiedene Episoden beschrieben. In der Umgebung des kleinen Prinzen gibt es eine Blume, eine Rose. Sie ist einzigartig auf seinem Planeten, also ein Unikat, und wird durch die wiederholte Begegnung für den kleinen Prinzen so anbetungswürdig, dass ihm diese Rose heilig wird. Wahrhaftig, kostbar, unverzichtbar, mit welchen Attributen man es auch immer beschreiben mag, was einem heilig ist, ist einzigartig und fährt für einen selbst oftmals tatsächlich den Anstrich des Göttlichen. Wenn wir uns dessen bewusst werden, bekommt das Heilige seine eigentliche Bedeutung. Denn in dem Moment, in dem wir echte Wertschätzung zeigen,
würdigen wir auch uns selbst. Wenn wir etwas, wenn wir jemanden wertschätzen, dann schimmert etwas von dem göttlichen Wesenskern in uns durch. Und somit ist auch in unserem alltäglichen Leben, in jeder und jedem von uns, etwas Heiliges verborgen. Anschauen wollen, ist die heilige Katharina von Alexandrien. Katharina heißt die Reine. Sie war eine außergewöhnlich schöne und kluge, vor allem aber hochmütige Königstochter und sie lebte in Alexandrien. Alle Männer, die um sie warben, wies sie ab. Als ein alter Einsiedler ihr sagte, dass Jesus Christus ihr Bräutigam sein wolle, erkannte sie beschämt ihr bisheriges Leben und ihren Stolz. Sie ließ sich taufen und vermählte sich in einer Vision mit Christus. Als ein Fest zu Ehren der Götter stattfand, bei dem Christen öffentlich ihrem Glauben abschworen und das heidnische Opfer darbrachten, stellte Katharina den Kaiser wegen seiner Christenverfolgung zur Rede und erklärte die römischen Götter für nichtig. Durch ihre Redegewandtheit trieb sie den Kaiser in die Enge. Dieser schickte in seiner Wut nach den besten Rednern und Gelehrten, um Katharina zu widerlegen. Doch Katharina überzeugte auch diese im Rededuell. Sie ließen sich taufen. Daraufhin ließ der Kaiser die Gelehrten töten. Katharina selbst wurde ausgezogen, blutig geschlagen und zum Verhungern in ein Verlies gesperrt. Die Kaiserin selbst wollte sie ebenfalls umstimmen. Doch beobachtete sie, wie Engel die Katharina pflegten und eine weiße Taube sie regelmäßig fütterte. Da bekehrte sich auch die Kaiserin. Das fand der Kaiser nicht gut. Deshalb sollte Katharina gerädert werden. Doch die Räderkonstruktion brach an mehreren Stellen gleichzeitig. Schließlich wurde sie enthauptet. Und aus ihrer Todeswunde floss Milch statt Blut. Sie wurde von Engeln zum heutigen Katharinenkloster auf den Berg Sinai getragen. Aus ihrem Glas fließt bis heute ein Heilöl. Die Pilger ins Heilige Land und die Kreuzfahrer verbreiteten ihre Verehrung. Sie gehört zu den 14 Nothelfern und im bäuerlichen Leben endete mit dem Katrintag das Weidejahr. Also Knechte und Mägde erhielten ihren Lohn und konnten den Hof wechseln. Den traditionellen Katrinstanz bis zum Zweiten Weltkrieg, die letzte Tanzveranstaltung des Jahres, gibt es noch heute in einigen Gegenden. Thank you.
Eine weitere Heilige ist die heilige Barbara. Sie wurde schon im vergangenen Jahr ausführlich in einem Gottesdienst aus der Barbara-Kapelle in Meitenbeet vorgestellt. Sie gilt als Schutzpatronin und Märtyrerin. Barbara heißt die Fremde. Sie war ebenfalls eine christliche Jungfrau des 3. Jahrhunderts. Sie wurde von ihrem Vater enthauptet, weil sie sich weigerte, ihren christlichen Glauben und ihre jungfräuliche Hingabe an Gott aufzugeben. Dies soll sich in Nikomedia in Kleinasien, das ist das heutige Izmit in der Türkei, abgespielt haben. In Frankreich wurde der Barbara-Kult sehr populär. In den orthodoxen Kirchen und in der römisch-katholischen Kirche wird Barbara als Heilige verehrt. Auch im evangelischen Namenskalender wird sie als Märtyrerin bezeichnet. Sie ist die Schutzpatronin der Bergleute, daneben auch der Artillerie. So wird sie hin und wieder auch mit einer Kanone abgebildet, ansonsten mit Turm und Kelch. Aber auch Architekten, Bauarbeiter und Dachdecker lassen sich von ihr beschützen. Sie zählt zu den 14 Nothelfern. Sie wird oft mit der eben vorgestellten Katharina und mit der heiligen Margareta von Antiochien zusammen dargestellt. Sie gelten als die drei heiligen Madel. Der Barbara-Tag am 4. Dezember ist seit mehreren Jahrhunderten mit besonderen Bräuchen verbunden. Der bekannteste Brauch ist es, frisch geschnittene Zweige von Weide, Kirschbaum oder Forsythie ins Haus zu holen und in ein Gefäß mit Wasser zu stellen. In der Wärme der Wohnung treiben die sogenannten Barbara-Zweige dann neue Knospen, sodass sie zu Weihnachten in voller Blüte stehen. Im Winter stehen diese blühenden Zweige auch für Hoffnung, für neues Leben. In einigen Regionen stellen junge Mädchen mehrere Zweige in eine Vase und versehen jeweils einen mit dem Namen einer ihrer Verehrer. Der Zweig, welcher zuerst erblüht, soll dann die Entscheidung für den künftigen Ehemann bringen. Heiligen müssten wir eigentlich gar nicht vorstellen. Ihn kennen alle. Aber er wird häufig mit einer anderen Figur, die mit ihm gar nichts zu tun hat, gleichgesetzt. Hast du deine Schuhe schon rausgestellt, Peter? Was soll denn das schon wieder, Gabi? Du weißt doch, morgen ist Nikolaustag. Ha, Gabi, daran glauben doch nur Babys. Ich weiß schon lange, dass es keinen Nikolaus gibt. Doch, es gibt ihn ganz bestimmt.
Ja, ja, mit Wattebart und rotem Mantel. Das weiß doch jedes Kind, dass das nur Verkleidung ist. Nein, so einen Nikolaus meine ich auch nicht. Der echte heilige Nikolaus ist ein Bischof gewesen. Was erzählst du denn da für ein Märchen? Diesen Unsinn habe ich wirklich noch nie gehört. Ist hier wirklich ein Bischof? Hast du doch recht gehabt? Gabi, gibt es ihn wirklich, den Nikolaus? Ich kann es gar nicht glauben. Ja, den Bischof Nikolaus, den hat es wirklich gegeben. Er hat vor vielen hundert Jahren gelebt. Aber von seinen Taten wird immer noch erzählt und oft werden sie auch gespielt. Darf ich dich etwas fragen? Ja, klar. Wann hast du denn gelebt und wo war das? Ach, das war vor gut 1700 Jahren. Ich bin in Patara, das liegt in Kleinasien, da sagt man heute zu Türkei. Da bin ich geboren. Und dieser Ort ist heute am südlichen Meer und dort ist ein ganz toller Strand. Da fahren die Touristen immer hin, um dort Urlaub zu machen. Und wie bist du heilig geworden, der heilige Nikolaus? Möchtest du nicht heilig werden? Ich weiß nicht so recht. Nun, heilig werden, das ist gar nichts so Komisches. Meine Eltern waren Christen, so wie eure Eltern auch. Und als Kind habe ich viel von Jesus gehört, so wie ihr auch. Und wer so lebt, wie es uns Jesus gezeigt hat, der ist ein heiliger Mensch. Der kann das Leben anderer hell machen. Das stell ich mir gar nicht so einfach vor. Stimmt, ganz einfach läuft das auch nicht. Besonders dann, wenn man erst mal alles weggenommen bekommt, was man so lieb hat. Dann erst lernen wir, wie wichtig es ist, andere Menschen gern zu haben, so wie Jesus. Ist es dir denn so ergangen? Ja, als ich noch klein war, sind meine Eltern an der Pest gestorben. Das war sehr schlimm. Was hast du denn da gemacht? Nun, ich habe viel Geld von meinen Eltern geerbt. Und da gab es so viele Kranke und Alte und arme Menschen. Da habe ich das Geld einfach nach und nach an diese Armen verteilt. Stimmt es, dass du einmal Geld durch ein Fenster oder einen Schornstein geworfen hast? Ja, das ist eine von den Geschichten, die von mir erzählt werden. Meine Mutter hat mir erzählt, du hättest einem armen Mann aus der Not helfen wollen, aber niemand sollte es sehen. Und darum hast du ihm das Geld heimlich ins Haus geworfen. Stimmt. Ich habe versucht, Menschen in Not eine Freude zu machen. Aber darüber sollte eigentlich gar nicht viel geredet werden. Und darum habe ich versucht, das heimlich zu machen und heimlich zu helfen. Bist du eigentlich gleich Bischof geworden, als du erwachsen warst? Nein, natürlich nicht. Zuerst habe ich ganz lange in einem Kloster gelebt. Ich wollte still und zurückgezogen leben und ganz auf Gott hören. Aber das nützt doch keinem was. Oh doch. Wer die Stille liebt und wer auf Gott hört, dem wird schnell vieles anders. Das haben Menschen gemerkt. Und viele sind in dieser Zeit zu mir gekommen und haben mich um Rat gefragt. Ich konnte ihnen dann ab und zu auch helfen. Und ich konnte herausfinden, was für ein Leben gut und richtig ist. Aber lange hast du es nicht in der Einsamkeit ausgehalten. Schließlich bist du ja dann Bischof geworden. Ja, ausgehalten hätte ich es bestimmt noch viel länger. Aber es kam ganz anders. Ich war auf einer Wallfahrt. Da kam ich auch durch die Stadt Myra. Dort war der alte Bischof gestorben und die Priester wollten einen neuen zum Bischof wählen. Sie konnten sich aber einfach nicht einigen. Da kamen sie auf die Idee, derjenige sollte Bischof werden, der am nächsten Morgen als erster die Kirche betritt.
Und das war dummerweise ich. Denn ich wollte ja in der Morgenstille, wo noch keiner da ist, wo noch alles ganz ruhig ist, dort wollte ich allein sein und beten. Ich hatte ja von der Idee des Priesters, von den anderen, gar keine Ahnung. Sonst wäre ich gewiss nicht so früh in die Kirche gegangen. Das ist schon ziemlich verrückt, von sich aus Bischof werden zu wollen. Ein Bischof im Sinne Jesu zu sein, das ist gar nicht sehr leicht. Weil du dann ja nicht einfach befehlen kannst und weil du nicht nur auf deine Leute schauen kannst, dass es denen gut geht und weil es sicher oft Streit zu schlichten gilt. Was hat das alles mit den Schuhen oder Tellern zu tun, die wir an deinem Festtag rausstellen? Hat eigentlich jemand von euch schon mal erlebt, wie gerade etwas Gutes in eure Stiefel, in euren Teller hineingelegt wurde? Nee, das geschieht doch in der Nacht oder ganz früh am Morgen. Zu der Zeit also, als ich den Menschen am liebsten geholfen habe, nämlich bei Nacht und ganz unauffällig. Also bekommt auch ihr heimlich eine große Überraschung in die Stiefel oder auf die Teller gelegt, weil eure Eltern euch lieb haben und die Erinnerung an mich, den heiligen Nikolaus, wachhalten wollen. Und vielleicht bringt es ja den einen oder anderen von euch auf die Idee, selber auch einmal gut zu sein, ohne dass man viel darüber redet. Und trotzdem erzählt man noch heute so viele Geschichten von dir? Ja, wer gut zu den Menschen ist, der muss sich nicht auch noch extra anstrengen, damit berühmt zu werden. Das Gute, das wirbt für sich selber. Verlasst euch drauf. Dieser Nikolaus, er war ein Bischof, ein Geistlicher der katholischen Kirche. Also wird er auch in einem priesterlichen, bischöflichen Gewand gekleidet gewesen sein. Ein Bild, das wir uns hier anschauen, zeigt diesen heiligen Nikolaus als Bischof mit priesterlicher Kleidung. Dieses Bild befindet sich am Eingang zur ehemaligen Kirche des Bischofs Nikolaus in Myra. Er wird dargestellt als ein älterer Mann mit der Haar- und Barttracht der damaligen Zeit. Dummerweise wird er oft verwechselt mit einer anderen Figur, mit dem Weihnachtsmann. Der hingegen ist eine Marketingfigur von Coca-Cola, die dank der amerikanischen Subkultur bekannt wurde. Diese Statue schenkten die Amerikaner dem türkischen Volk. Diese stellten sie in Unkenntnis der wahren Bedeutung auf einen Platz in der Stadt Myra auf. Und daher läuft der Weihnachtsmann nicht als Priester oder Bischof, sondern in den Farben von Coca-Cola als alter Mann herum. Mit Rauschebart aus Watte und in Hose und Jacke und mit einer Zipfelmütze auf dem Kopf. Wird in Schweden und anderen überwiegend skandinavischen Ländern das Lucia-Fest begangen. Die heilige Lucia von Syrakus war eine Märtyrerin im 4. Jahrhundert. Sie wird mit einem besonderen Lichterfest verehrt. Der Brauch geht auf eine Legende zurück. In Skandinavien ist der 13. Dezember der kürzeste Tag des Jahres. Sie feiern die Wintersonnenwende.
Die heilige Lucia stammt aus Syrakus und war eine Märtyrerin im 4. Jahrhundert. Übersetzt bedeutet ihr Name die Leuchtende. Viele Mythen und Legenden ranken sich um sie. Geboren wurde sie um 286 in Siracusa auf Sizilien als Tochter eines reichen Kaufmanns. Sie lernte schnell, Verantwortung zu übernehmen. Nachdem der Vater gestorben und ihre Mutter Eutychia krank geworden war, machte Lucia mit ihr eine Wallfahrt nach Catania zum Grab der heiligen Agathe. Die Mutter wurde gesund und erlaubte der Tochter daraufhin, die geplante Hochzeit mit ihrem heidnischen Verlobten abzusagen, um ihr Leben ganz Jesus zu widmen. Daraufhin schenkte Lucia ihre Aussteuer den Armen. Mit der Absage der Heirat besiegelte die junge Frau unwissend ihr Schicksal als Märtyrerin. Ihr Verlobter verriet sie aus Zorn an den Präfekten. Es gibt zahlreiche widersprüchliche Überlieferungen von Lucias Marterqualen. Eine besagt, dass Lucia von einem Ochsenkarren zu Tode geschleift werden sollte. Laut einer anderen Legende sollte sie als Strafe für ihr Festhalten am Glauben in einem Ochsengespann und gezogen von mehreren tausend Soldaten in ein Bordell gebracht werden. Doch alle Quellen sind sich einig, dass die Tiere sich nicht von der Stelle rührten und auch aus Menschenkraft ließ sich der Wagen nicht ziehen. Selbst heißes Öl, das über Lucia auf Befehl des Richters gegossen wurde, konnte ihr nichts anhaben. Und auch das Ausreißen ihrer Augen überlebte die Jungfrau. Schließlich starb Lucia um 304 oder 310 an einem Schwertstich in den Hals. Als frühestes gesichertes Zeugnis gilt die im Jahr 1894 entdeckte Grabinschrift in der Katakombe San Giovanni in Syrakus. Bereits in byzantinischer Zeit erbaute man über ihrem Grab eine Kapelle, im 12. Jahrhundert eine große Basilika. Zu Ehren dieser Licht- und Hoffnungsbringerin, die sich von weltlichen Reichtümern gelöst hat, entstanden bereits im 5. Jahrhundert erste Lucia-Klöster. Und von Papst Gregor dem Großen wurde sie sogar in den Messkanon aufgenommen. Im Mittelalter zählte sie zu den berühmtesten Heiligen des Abendlandes. Damals wurden die Kinder am Lucia-Tag beschert. Erst ab dem 16. Jahrhundert setzte sich der 24. Dezember als Geschenktag durch. In Schweden und in anderen skandinavischen Ländern feiert man jeden Winter das Lucia-Fest. Die Mädchen tragen Kerzen auf dem Kopf und lange weiße Kleider. Ausgehend von der Bedeutung des Namens Lucia lässt der Kranz die Umgebung tatsächlich hell erleuchten und kündigt so die Ankunft Jesu auf Erden an. Es ist Brauch, dass die älteste Tochter der Familie, das Lucienbraut, Kerzen auf einem grünen Kranz trägt und die schlafenden Eltern und Geschwister mit dem ersten Weihnachtsgebäck weckt. Um verfolgten Christen in ihren Verstecken in dunklen Gängen unter der Stadt zu helfen und sie mit Essen und Trinken zu versorgen, brauchte die heilige Lucia beide Hände und trug deshalb die Kerzen wie eine leuchtende Krone auf dem Kopf. In Schweden wird der Lucia-Tag seit Ende des 18. Jahrhunderts gefeiert. Dort ist es nämlich im Dezember nur wenige Stunden hell. Und wie in Schweden verehrt man Lucia auch in anderen Ländern. So feiern die Italiener zu Ehren von Santa Lucia Lichterprozessionen, veranstalten Volksfeste. Ja, sogar das berühmte neapolitanische Santa Lucia-Lied soll so entstanden sein.
Die Lucienbraut tritt aber nicht nur in der eigenen Familie auf, sondern auch in Kindergärten, in Schulen und auch in Seniorenheimen, Hospizen oder Krankenhäusern. Alle sollen eben vom Licht verzaubert werden. Wir haben heute an viele Heilige erinnert und sie vorgestellt. Viele Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten tauchen auf. Aber wir alle dürfen und sollen als Abbilder Gottes Heilige sein. Bitten wir Gott, dass er uns dabei helfe. So lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Frieden ist nötig. Frieden ist nicht selbstverständlich. Gott schenke uns seinen Frieden. So sei der Friede des Herrn für alle Zeit mit uns. Und mit deinem Geist. Wann ist der kürzeste Tag des Jahres? Richtig, der 21. Dezember. Nach unserer Zeitrechnung ist das so. Hätten wir aber vor mehr als 500 Jahren gelebt, also vor der sogenannten gregorianischen Kalenderreform durch Papst Gregor XII. 1582, dann wäre es der 13. Dezember gewesen. Nach damaligen Berechnungen war das der kürzeste Tag des Jahres, der Tag der Wintersonnenwende. Die Kirche hatte und hat bis heute für diesen Tag eine passende Heilige, die heilige Lucia, deren Fest am 13. Dezember begangen wird. Bei der heiligen Lucia verrät schon der Name, worum es bei ihr geht. Lucia kommt nämlich vom lateinischen Lux und bedeutet auf Deutsch Licht. Lucia bedeutet also die Lichte, die Leuchtende, die Lichtvolle oder auch die Lichtbringerin. Mit ihrem Festtag am 13. Dezember begannen die Tage wieder länger zu werden. Bis zum 13. Dezember wurden die Tage kürzer, somit waren die Nächte länger und dunkler. Gegen diese Dunkelheit setzten wir bisher eine wahre Lichterflut. Straßen, Häuser, Wohnungen wurden mit Lichtern dekoriert, oftmals auch überdekoriert. Aktuell wird diskutiert, wie viel Licht muss sein, darf sein, sollte sein, was das kosten wird. Unser Hunger nach Licht ist groß. Die Dunkelheit verunsichert uns, macht uns manchmal hilflos und abhängig. Denn Konturen und Farben verschwinden im Dunkeln und damit wesentliche Orientierungsmöglichkeiten. Wir können uns nur vorsichtig vorantasten und sind damit nicht mehr Herr der Lage. Wir kennen jedoch auch eine innere Dunkelheit, die sehr vielfältig sein kann. Zum Beispiel beim Tod eines lieben Menschen oder durch Entfremdung,
durch eigene Krankheiten, Krankheit von Familienmitgliedern, Freundinnen und Freunden, durch scheinbar ausweglose Lebenssituationen oder Arbeitslosigkeit, Überforderung, Burnout, psychische Überlastungen oder Frustration, dem Gefühl, alleingelassen zu sein. Wir sagen in solchen Situationen auch, wir sehen schwarz. Dunkelheiten gehören zu unserem Leben wie der Wechsel von Tag und Nacht zum Ablauf eines jeden Tages. Jesus war als Mensch wie wir diesen Dunkelheiten ausgeliefert. Dennoch ruft er uns zu, ihr seid das Licht der Welt. Er macht uns aufmerksam auf unsere Fähigkeit, einander Licht zu sein. Wie können wir, Sie und ich, Licht der Welt sein? Dieser Frage möchte ich kurz nachgehen. Erhellt sich nicht unser Licht, wenn wir freundlich angesprochen oder auch nur angelächelt werden? Strahlen wir nicht, wenn wir Liebe und Freundschaft erfahren? Spüren wir nicht Wärme, wenn uns jemand in unserer Trauer beisteht? Bei einem wertvollen Rat geht uns ein Licht auf. Hoffnung leuchtet auf, wenn uns in scheinbar ausweglosen Situationen jemand den Weg weist oder auch einfach nur bei uns bleibt. Ich bin überzeugt, jeder von uns hat Erfahrungen, in denen Mitmenschen für uns Licht oder wir für sie Licht waren. Im Alten Testament, im Buch Numeri oder auch das vierte Buch Mose genannt, finden wir beim sogenannten aaronitischen Segen eine ganz besondere Stelle zum Thema Licht. Hier heißt es: Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten. Wie soll man sich das vorstellen? Haben Sie schon mal Menschen beobachtet, wenn diese ganz besondere Liebe Menschen sehen? Wie das Gesicht zu strahlen beginnt, die Augen groß und klar werden und sich die Gesichtszüge aufhellen. Der Segen besagt, dass sich Gott über unseren Anblick so freut, dass sein Gesicht leuchtet. Das ist ein ganz besonderer Segen. Freuen Sie sich über dieses Leuchten Gottes und geben Sie dieses Licht weiter. Ihre Herzlichkeit und Wärme in Begegnungen, Ihre Ermutigung, Ihr Lächeln, Ihr aufmerksames Zuhören, Ihr Rat, Ihre Ideen, Ihre helfende Hand, Ihr gutes Wort, Ihr Trost, Ihre ansteckende Freude, Ihr Beistand, Ihr Ausharren bei Menschen in Not. Sie können diese Liste noch selber fortsetzen. Machen unsere Welt heller und bringt Menschen zum Leuchten. Nutzen wir diese Fähigkeit, wir alle können dies, vor allem dann, wenn die Zeiten besonders dunkel sind. Lasset uns beten. Dich lobe, Herr, unser Mund. Dich lobe unser Leben. Von dir kommt alles, was wir sind, was wir haben. Sei gepriesen durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Gütiger Gott, mit Freude feiern wir deine Heiligen. Sie haben durch ihr Leben bezeugt, dass du ein liebender Gott bist, einer, der hilft. Sie haben uns gezeigt, wie Leben gelingen kann. Stärke auch in uns den Glauben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig.
Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. So segne und beschütze uns der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir hin in seinem Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.